Es kann die Barmengen als noch Deputierte sehen, immer mit all Investitionen von Infrastrukturen am Norden vom Land begrüßen und aufstellen sind. Ja, das ist im Prinzip wahr, aber bei diesem Projekt ist es allerdings ernst. Dieses Gesetzesprojekt steht an der Kontinuität vom Gesetzesprojekt aus dem Jahr 2014, wo die Dorfrappe von der Ettlbecker Gär einen anderen Beschluss gibt. Auch wenn man mit einer ganzen Reihe Punkte aufstellen sie wird, die Punkte oder die Pol, die Chance zu Ettlbeck anbelangt, wie mit diesem Punkt konnten wir es damals nicht erfreunden und noch hockt er nicht. Die Ettlbecker Gär, die 1862 gebaut wurde, also weit über 100 Jahre eh von den Wertzeichen von Ettlbeck. 2014 hat mein Kollege Gaski Gibirien am Namen von der ADR vehement gegen dieses Projekt geschwert und das aus gutem Grund. Alles, was der für rund 8 Jahre zum Gesetz gesucht hat, ist auch noch gültig. Er hat mir in dem Zusammenhang eine Reihe kritisch Fragen, die demnächst pertinent wären, an Hockner sind, abzuwerfen. Die Regierung hat demnächst schon behauptet, dass die Gebäude mit Selbstgrab über den Tunnel für die Autos drinnen oder Deals drinnen durchgehen. Also, Meinung war das falsch, weil auch kann ich auch Tunnel in einer Gebäude bauen, die in der Stoßleser von innen festigt. Am Ausland haben wir ganz viele Fälle, zum Beispiel Leipzig, wo die Eisenbahnstraße in einer Gebäude laufen, die haben sogar große Hotels in einer Feiert, für keinen Tunnel zu machen. Alles das ist möglich. Und das wären Gebäude, die ihm das vielfach mehr groß sind, wie das zu Ettlbeck der Fall ist. Es wäre also durchaus möglich gewesen, wenn der politische Willen da gewesen wäre, für das Gebäude zu erhalten. Wir wissen überdems, dass der Tunnel an einem Überschwemmungsgebiet ist, als jeder weiß, wie das Ettlbeck von Überschwemmungen oder Risiken betroffen ist. Das würde ihm uns gesagt gehen, dass das Pferd gehecht gewesen oder gehecht gehen, dass den Tunnel in einem Jahrhundert wieder standhalten. 2014 ist also schon von einem Jahrhundert wieder geschwert gehen. Wer hat gedacht, dass schon 2021 so ein Jahrhundert wieder auftreten? Zwar nicht da, mehr bei einer Platzen, da muss ich sich da vorstellen. Die Frage wird damals abgeworfen, also dürfen nicht zufriedenstellend beantwortet, was geschieht mit dem Tunnel bei größeren Überschwemmungen. Was die Verkehrssituation zu Ettlbeck angeht, das kann nicht mehr gelöst gehen, weil ein Kantonnummer Ettlbeck fehlen. Da die Proposition, die ich für einen guten Jahr zwei gemacht habe, von diesem Kantonnummer, als sie leider nicht zurückbehalten gehen, obwohl man meinen, dass es die bessere Alternative gewesen wäre. Der Kollege André Bauler hat 2014 ein parlamentarisch vorgestellt, wo es im Zusammenhang mit dem Projekt zu Ettlbeck um den Denkmalschutz geht. Die damals Kulturministerin hat damals geantwortet, dass die Vorgängerin gesagt hat, als Rücksicht auf den heutigen Projekt hat die Regierung darauf verzichtet, für das Gebäude einen Denkmalschutz zu stellen. Ich fand das ein ganz starkes Stück. Wenn ihr seht, ich stelle ein Gebäude nicht einen Denkmalschutz, mit Thesis von einem Projekt, weil ich dann nicht kein Aufgabe gehen, als dann nicht gerade ein Denkmalschutz du für Gebäude zu schützen, sodass sie nicht keinen Aufgabe brauchen zu gehen, was Projekt gemerkt gehen. Très bien. Ich habe selber noch nie hören, dass es sich vom Denkmalschutz gesucht wird, man kann das Gebäude nicht klassieren, sonst kann man nicht aufhören. Das ist am Anfang eine Situation, wie wir mir als Lützebüsch den Denkmalschutz machen. Wir machen Denkmalschutz, wenn das an die Krone passt. Wenn die Regierung etwas will aufrappen, also wird noch so schützenswert, da geht es einfach nicht klassiert. Das lässt einfach durchblicken in dem gesamten System. Es wäre für uns damals schwer nachvollziehen, wie nicht alle anderen Parteien und CSV für die Dorfrappe vom historisch ehemaligen Gebäude von der Ettlbecker Gär konnten. Als ADR kann man, wie schon 2014, auf das modifizierte Gesetz nicht mehr drohen. Von der Sekunde her, wo die Dorfrappe von der Gär dezidiert wird, war dieses Projekt für uns nicht zu tolerieren. Und auch 8 Jahre nach dem nächsten Gesetz bleiben wir bei seiner Meinung. In dem Sinn werden wir gegen dieses Projekt stimmen. Ich sage nicht merci für Ihre Aufmerksamkeit.